Los geht's mit dem Fortuna Talk, präsentiert von SD Service Druck, dem Druckspezialisten aus Neuss. Im Club der Esprit Arena zu unserem Fortuna Talk. Wir wollen über das Spiel sprechen, zum einen mit dem Mann, ja, der nach der Verletzung von Raphael Wolf heute sein Profi-Debüt bei der Fortuna gegeben hat, Tim Wiesner. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite, ja, der Mann, der so richtig eingeschlagen ist bei der Fortuna, Takashi Usami. Herzlich willkommen an beide. Ja, beide Spieler haben zunächst die Begegnung von der Bank verfolgt. Takashi kam dann rein für Benito. Wie hast du das Spiel gesehen? War ein sehr extremes Spiel. Es ging rauf und runter. Heute Spiel? Ja, heute Spiel. Unsere Leistung ist perfekt. Und natürlich Mannschaft hat gewonnen. Und ja, unsere Fans, ja, heute super. Nicht nur heute, immer super. Und dann, ja, wir sind gewonnen. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Wir haben nämlich vorher noch gefragt, können wir das Interview auf Deutsch machen? Jawohl, wenn wir langsam sprechen, bekommt er das wunderbar hin. Das macht er auch ganz fantastisch. Also, wir haben es gehört, es war ein sehr, sehr schwerer Gegner und die Fans haben uns richtig nach vorne gepeitscht. Tim, 42.000 an einem Montagabend, Rekordkulisse. Ja, wie habt ihr das auch als Mannschaft wahrgenommen, als ihr rausgekommen seid? Ja, ich glaube, der Trainer hat schon in der Besprechung angesagt oder hat uns darauf hingewiesen, dass heute viele Fenster sein werden. Und ja, wir waren einfach froh über diese Unterstützung und hatten einfach Lust, Fußball zu spielen mit den Fans im Rücken. Für dich ja sowieso was ganz Besonderes. Nach der Verletzung von Michael Rensing bist du jetzt bei den letzten Spielen ja schon auf der Bank mit dabei gewesen. Jetzt verletzt sich heute noch Raphael Wolf. Wir wissen noch nichts Genaues. Du hast gesagt, er hatte so ein bisschen Schwindelgefühle, nachdem er zweimal zusammengeknallt ist. Einmal mit dem Pfosten, einmal mit dem Gegner. Da hat man ja relativ wenig Zeit eigentlich, sich darauf einzustellen, dass man in den Kasten kommt. Warst du nervös oder legt man das relativ schnell ab? Also klar, anfangs war ich nervös, aber im Spiel oder als ich dann drin war, hat es ja schnell gelegt, als ich den ersten Ball in der Hand habe. Und generell, ich wurde gut vorbereitet von Klaus. Wir sind das immer wieder durchgegangen und ich wusste, dass immer was passieren kann und ich war immer bereit. Und da haben wir im Training auch immer viel Wert drauf gelegt und das hat sich dann heute ausgezahlt. Ich glaube, Friedhelm Funkel hat bei der Saisoneröffnung schon gesagt, wir haben nicht nur zwei gute Torleute, wir haben drei gute Torleute. Das wissen wir mit dir, nicht nur durch die Leistung in der zweiten Mannschaft, sondern natürlich auch bei den Profis. Aber du hast es gerade gesagt, Klaus Reitmeier hatte ich ja auch kurz vorher nochmal zur Seite genommen. Ich fand, das war so ein richtiges, inniges Verhältnis, was ich da gespürt habe zwischen euch beiden. Weil er hat dich richtig herzlich in den Arm genommen. Was hat er dir noch mit auf den Weg gegeben? Wir haben lustigerweise heute Morgen auch ein bisschen gesprochen und auch darüber, was passiert, wenn es mal passiert. Und das hat er mir einfach nochmal gesagt. Und wir haben halt ein gutes Verhältnis, weil ich war letzte Saison 9 Monate verletzt und er war so der Mann, der mich so wieder aufgebaut hat und zur alten Stärke oder vielleicht noch ein bisschen höher zurückgebracht hat. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und da gab es noch eine Situation, da schockte uns dann allen der Atem, als auch du dann einmal zu Boden gegangen bist. Kleiner Lacher zwischendurch. Klaus Reitmeier ist dann aufgesprungen und hat sich auch so ein bisschen warm gelaufen, als ob er signalisieren wollte, okay, ich bin bereit, dann gehe ich jetzt rein. Naja, toi, 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 war es Gott sei Dank noch nicht so schlimm. Was war da passiert? Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ich bin, glaube ich, mit Ono Ekbu und Robin Bormu zusammengestoßen und habe mir ein bisschen die Schulter verletzt, aber nichts Schlimmes jetzt. Und ich war eh so unter Adrenalin. Ich glaube, ich hätte mit einem abgefallenen Arm weitergespielt. Gott sei Dank ist es soweit nicht gekommen. Takashi, du bist in Düsseldorf angekommen. Eine riesengroße Düsseldorfer Gemeinde hat dich hier empfangen. Es gab wohl, glaube ich, 3 Tage nach der Verpflichtung eine Autogrammstunde. Da waren schon sehr, sehr viele japanische Fans. Wie fühlt sich das an? Ist das wichtig? Ist es toll, so viele japanische Fans in Düsseldorf zu haben? Ich habe keinen Freund in Düsseldorf, aber in Düsseldorf viele japanische Restaurants und viele Japaner, ja, das ist sehr gut für mich. Und schon, ja, ich habe hier gekommen nur 1 Monat, aber schon sehr bequem. Ja, ich mag in Düsseldorf, ja.
Also er fühlt sich richtig gut angekommen nach dem Monat jetzt hier in Düsseldorf bei den vielen japanischen Fans. Ja, da ist er natürlich das absolute Vorbild. Jetzt ist Länderspielpause, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit vielleicht zur Regeneration einzelner verletzter Spieler. Takashi, ich habe gerade schon gefragt, ob er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Diesmal nicht nominiert, aber ich glaube, du hast ja schon einige Spiele gemacht für die japanische Nationalmannschaft. Ist das auch dein Ziel, durch die Leistungen in Düsseldorf wieder auf dich aufmerksam zu machen für die Nationalmannschaft? Mein erstes Ziel ist, ich möchte helfen dieser Mannschaft und ja, das ist mein Ziel, erstes Ziel. Danach, wenn ich gutes Spiel gezeigt hier, dann ich denke, nächste Monat, ich habe sehr große Chance für die Nationalmannschaft. Ja, aber ich muss spielen in dieser Mannschaft und ich muss viele Tore gemacht oder ich muss sehr gutes Spiel zeigen. Ja. Also erstmal muss man natürlich spielen und dann gute Leistungen zeigen. Ganz genau. Kannst du dir vorstellen, länger in Düsseldorf zu bleiben? Ja, jetzt nur ein Jahr, aber ich weiß nicht, nächste Saison, ich weiß nicht. Er weiß es noch nicht. Mit guten Leistungen würde er sich empfehlen. Ja, wenn die Leistungen zu gut sind, dann holt Augsburg ihn natürlich zurück. Das ist so die andere Seite der Medaille. Aber da, so weit wollen wir noch gar nicht blicken. Wir sind sehr, sehr froh und freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank, Takashi. Gucken wir noch kurz nach vorne. Länderspielpause, ich habe es gesagt. Kommt die dann jetzt, das ist immer die gleiche Frage, wenn eine Länderspielpause ist, kommt diese Pause zur richtigen Zeit? Wenn man jetzt so im Fluss ist, Tabellenführer, könnte es eigentlich auch direkt weitergehen, oder? Ja, klar, immer. Wenn man so viele Punkte holt in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen vor allem, könnte es weitergehen. Aber jetzt haben wir Zeit zum Regenerieren, wie du gerade schon gesagt hast. Und die sollten wir auch nutzen. Und dann geht es darauf die Woche schon wieder weiter. Okay, und dann gibt es die Auswärtsaufgabe in Bielefeld. Dann gibt es das Heimspiel gegen Darmstadt. Und dann vielleicht doch noch mal ein paar Worte zum Pokalspiel gegen Mönchengladbach. Die Fans sind heiß. Das Spiel ist längst ausverkauft. Ich glaube, man könnte 2-3 Mal so viele Karten verkaufen. Ist das bei euch auch jetzt schon ein Thema oder ist das noch ein bisschen weit weg? Ja, ist noch ein bisschen weit weg. Aber klar ist, dass jeder heiß drauf ist, vor ausverkauften Haus zu spielen. Und da freut sich jeder besonders drauf. War heute schon mal ein guter Eindruck, wie laut die Arena sein kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war heute grandios. Also, wir freuen uns über den 3:1-Sieg der Fortuna gegen den MSV Duisburg und die zurückgewonnene Tabellenführung. Jetzt geht's in die Länderspielpause und am 20. Oktober sehen und hören wir uns dann wieder hier in der Esprit Arena gegen Darmstadt 98. Ja, und nur wenige Tage später dann das bereits angesprochene Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dankeschön an Takashi Osami. Alles Gute weiterhin. Das Deutsche ist schon hervorragend. Und Dankeschön an Tim Wiesner. Wir hoffen natürlich, dass Raphael Wolf nichts Schlimmeres passiert ist, aber wir wissen auch, dass wir auch noch einen dritten starken Mann haben, auf den wir uns verlassen können. Danke dir, Tim. Das soll es gewesen sein. Der Fortuna-Talk, präsentiert von SD Service Druck aus Neuss, hier aus dem Platinum Club der Esprit Arena und natürlich auch auf dem Fortuna YouTube-Kanal.